Today, I have the pleasure of speaking with Lena Eriksson, Muda Mattis, Chris Reagan, and Andrea Zeman. Individually, as well as collaboratively, they are artists who work in a variety of mediums, including and especially performance. In 2022, they curated the exhibition Bang Bang, Translocal Histories of Performance Art at the Museum Tangeli in Basel, which encompassed documentation, interviews, discussions, and many live performances from multiple generations of performance artists active in Switzerland. They also organized innovative ways of documenting these performances, such as with live sketching and ceramics that took place throughout the exhibition. Together, along with Sabina Gebhardt-Fink and Marguerite van Buren, they formed the Performance Konik Basel, which is dedicated to providing a dynamic and collaborative platform for gathering and recalling the history of performance art in Basel, and which has also produced two wonderful publications on the subject with Diaphanes. Andrea, Chris, Muda, and Lena have been so kind as to gather today to answer our two questions. Can performance be conserved? If so, how? If not, why not? And what does it mean to conserve performance? Also that depends, also das geht mehr um den Standpunkt. Wer hat Interesse daran, Performance zu konservieren oder zu pflegen? Geht es um Werke, die jetzt vielleicht bei einer Institution sind? Geht es um Haltungen? Da gibt es so verschiedene Sachen, die man da pflegen kann oder überhaupt erst rauskristallisieren. Und bei einer Institution, glaube ich, muss Performance sogar konserviert werden. Das heißt, es müssen möglichst viele verschiedene Standpunkte und Dokumente eingesammelt werden. Das wissen wir von Pascal Grau, die sich da sehr drum bemüht, dass eben sich die Institutionen in charge fühlen, das zu machen. Für mich ist es nochmal was anderes, wie Performance lebendig bleibt oder rezipiert wird oder immer interessant bleibt, wieder aufgeführt wird. Also da gibt es ganz viele Facetten. Man kann sagen, man kann sie natürlich nicht konservieren, weil es hängt natürlich alles an der Person und genau an dem politischen Moment, allen drum und dran. Aber ich glaube, es geht dann schon um viel, viel mehr. Also der Kontext ist nicht konservierbar, hat man das Gefühl, oder ist schwierig in eine neue Zeit zu bringen, würde ich sagen. Aber die Ideen und die Materialien, die sind durchaus konservierbar. Und ich habe so, what does it mean to conserve performance, habe ich auch so in zwei Gruppen eingeteilt. So the first group is, it means to take care of all its traces, documents materially. Then the second is to let it touch people that were not present then when it happened. And the third would be to trigger different readings of an event from the past. That would be like the first cluster of the, was Chris als Institution bezeichnete, die wirklich etwas konserviert. Und die zweite ist dann, der zweite Cluster ist bei mir dann to perform, it means to perform it again, to bring it into a present, into a new present, a new context, to allow repetition, to let the performance have another life beyond its first appearance, to trust other people to take its traces up and bring it back into a performance, to allow transformation. Also das wäre dann das lebendig halten, aber dass es in einem Fluss bleiben kann, damit auch die Ideen oder Konzepte oder Ausdrücke von einer ursprünglichen Performance wie sich ein weiteres Leben haben. Das wäre dann mehr eine Art von Veranstalten und Veröffentlichen. Das wäre die Aufgabe, nicht so stark. Das Konservieren würde darin bestehen, dass man es weiter im Umlauf hält. Sehr gut gesagt. Ja, finde ich auch. Ja. Weil Konservieren wird jetzt, finde ich, als jetzt politische Aussage, wir wollen bitte Institutionen, bitte
reißt euch den Arsch auf, gebt Geld dafür aus. Ja, das wollen wir natürlich. Andererseits vertrauen wir auch nicht nur diesen Begriff konservieren, dass es da eben, wie du gesagt hast, eingetütet ist und so festgeschrieben, und dass man nicht mehr dazu kommt, man kann nicht mehr damit arbeiten. Das möchten wir natürlich nicht. Also es braucht irgendwie so ein, eben verschiedene Haltungen. Einerseits das richtig seriöse Sammeln von Dokumenten, was eine große Aufgabe ist, und diese zu pflegen und diese zugänglich zu halten. Und das andere ist dann eben, wie es weitergeht. Eben Open Access, dass, dass wir wirklich Zugang haben zu diesen Ideen, dass wir die Kontexte begreifen können, dass man damit weiterarbeiten kann und das neu interpretieren. Das ist natürlich super, und auch überhaupt, dass man das Interesse, es gibt Interesse für Performance, und es gibt eigentlich zu wenig Ressourcen. Und das finde ich natürlich toll, das zu merken und zu spüren. Und deshalb bin ich sehr dafür, Performance zu pflegen. Ich bin auch für, also wenn es jetzt mal herausragende Performerinnen sind, die brauchen ja auch irgendwie ein Einkommen. Ich finde es super, Performance anzukaufen, immer wieder zu veranstalten. Ja, es gibt ja hunderte von Modellen, ob man jetzt die Künstler pflegt oder die Umgebungen pflegt, mit denen man experimentieren kann. Man kann so viel pflegen an der Performance, da hat man richtig viel zu tun. Ja, und wie bei der Keramik oder bei den Zeichnungen oder mit Text, immer wieder neu versuchen, so, so Möglichkeiten zu finden, in die Auseinandersetzung zu gehen. Erstens für diese Autorinnen, also die, die Personen, die bei der Performance dabei sind und eben mit irgendeinem Handwerk oder mit ihrem Geist und so, das ist natürlich super, da einfach immer, immer neue Sachen zu finden. Also zum Beispiel hat jetzt Muda rausgezogen, so eine E-Publication, wo man Bild hat und dann dazu Poesie und Sprache. Also es gibt da noch viel, was man noch ausloten kann. Und eben zum Glück gibt es ja dieses Performance-Kunst-Netzwerk Schweiz auch noch, die ja da auch immer wieder so Vorstöße machen in jede Richtung, die wir jetzt gar nicht denken würden. Also da sprichst du drüber, dass die Traces auch erfunden werden müssen. Das ist dann eine große Arbeit. Also wenn, wie jetzt Muda und Susti angefragt wurden für diesen Ankauf, dann muss man das erst noch erfinden, wie diese Spuren überhaupt aussehen können. Also es ist eine ganze Arbeit auch an dieser Spurensicherung oder Spurenherstellung. Ja, und auch welchen Schwerpunkt man legt, was denn der Werkcharakter ist, dass man sagt, ich wünsche ausdrücklich, dass andere Menschen das anders interpretieren. Das da sind für mich die wichtigen Infos zu der Performance, und bei anderen ist es vielleicht wahnsinnig wichtig, dass es das Originaltuch ist eben oder das Originalkleid. Also ich glaube, das kommt ja dann auch immer drauf an. Ja, Chris, du hast Keramik und Zeichnen erwähnt. Das waren sehr innovative, sagen wir, Lösungen oder Ideen für die Ausstellung, für Bang Bang. Könnt ihr mehr darüber sagen, wo kam diese Idee her, also Keramik über Performance zu machen? Ich glaube, wegen dem Paradox, dass er immer über diese Flüchtigkeit und das Ephemere und man kann gar nicht und auf keinen Fall so gesprochen wird. Gleichzeitig gibt es ja ganz oft diese, wie sagt man da, ikonischen Fotos. Also es gibt da ein großes Spannungsverhältnis und manchmal macht es dann alles platt, die Ehrfurcht, genau gleich wie dieses tollste Foto der Welt, wo man nicht, überhaupt nicht mehr mitkriegt, um was es geht. Und ich glaube, es war für mich tatsächlich wegen den Tänzerinnen, weil es da so viele Skulpturen gab, gerade von Ausdruckstänzerinnen, die ja was ganz Neues versucht haben, bis zu dieser Kühlerfigur mit Isa Donald Duncan, was glaube ich, oder so. Und dann, weil wir gerade sowieso eben kollektive Keramik angefangen hatten und davor ja auch schon kollektiv gezeichnet hatten, war das unser Repertoire. Also Lena und ich konnten das eigentlich gut zusammen erfinden und dann noch mit all den anderen zusammen auch überprüfen, ob wir das machen können. Und ich glaube, ich finde es einfach
sehr, sehr toll, oder wir wussten es nicht, aber es hat sich als hervorragend herausgestellt, auch da reinzugehen in die Auseinandersetzung mit den Zeichnungen oder den Keramiken, bringt auch den Menschen, was die tun, was sie anders hinschauen. Und das war für uns toll. Also eigentlich auch sie zu hören, wie sie da rangehen oder wie weit sie in die Nähe gehen. Und so, fand ich super. Ja, dann gab es wirklich bei jeder Performance Leute, die gezeichnet und Keramik gemacht haben. Ne? Also Keramik nicht bei jeder Performance, es ging auch viel kaputt. Und Zeichnungen eigentlich schon. Sogar bei diesem Kamen-Show. Also, aber sehr wischiwaschi, ganz toll. Also super Zeichnung, ja. Also was ich ja auch mag, dann damit immer was noch zu machen mit den Zeichnungen, eben T-Shirts oder Tischtücher oder jetzt haben wir so Niki Band-Tüchlein gemacht, um dann diese auch wieder in die Welt zu tragen, wo so die Zeichnungen sind und du dann so erzählen kannst anhand von diesen Produkten, so als Träger. Das finde ich immer super. Ja. Kommunikatoren irgendwie. Ja. danke, Andrea. Super. Ja, genau. Und so kommt die Performance auch in Kontakt mit Menschen, die nicht da waren, ja, wie Andrea es so schön ausgedrückt hat. Oder die beteiligt waren, haben mitgezeichnet und du hast dann wie was am Körper, mit dem du das dann erzählen kannst. Oder dabei Kamen Show, diese Luzerner. Also, ja. Aber Zeichnen, ich habe begonnen, mich für Zeichnen zu entscheiden, zum Dokumentieren, weil ich es lange nicht wusste, vor allem auch mit den vielen Medien, neuen Medien, auch wie erzählen die Geschichten, auch eben mit den Veranstaltungsräumen oder dem Lodipop, den wir hatten. Ich wusste nie, wo ist da die Art, die Kunst, oder wo ist da meine Arbeit, das Gemeinschaftliche, was wird erzählt und so. Und Zeichnung war irgendwann plötzlich so ein bisschen naheliegend zum Erzählen, einfach zum Festhalten. Und vielleicht auch von den Menschen, die dann wirklich da waren, wegzunehmen. Sie sind es aber auch nicht. Also auch, weil wir das damals immer aufs Internet gemacht haben. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nicht verständlich. Doch. Nicht. Also vor allem kann man auch Zeichnungen mit Text noch kombinieren. Das ist da jetzt auch viel passiert, dass so Bemerkungen oder Worte, die die Performer oder Performerin sagen, die wahnsinnig toll sind. Und da gibt sich schon eine eigene Erzählung. Also die Bücher jetzt von, wir durften ja all diese, also wir haben ja Skizzenbücher, wo alle reingezeichnet haben, die jetzt uns gehören. Und die sind wahnsinnig toll. Super toll. Jenseits jetzt auch von der Performance. Aber sie sind immer wieder da, führen da drauf zurück. Und ich glaube, das, was du sagst, dass man anhand der Dinge dann wieder ins Erzählen kommt oder ins Fragen, das ist natürlich toll. Ich glaube, deshalb haben wir das gemacht. Die Auseinandersetzung, das war für uns natürlich auch ganz toll. Also bei der Keramik ging es ja immer länger und länger. Nochmal brennen, nochmal glasieren, nochmal brennen. Ja. Vielleicht bei den Keramiken ist mehr so, dass ikonische Zeichnungen finden können, sehr gut auch die Zwischenräume erzählen, die auch wichtig sind für Performance. Mhm. Also das Essen vorher oder ja, die Vorbereitung oder ja, alle die rumherum. Ja, also ich höre von euch, dass vielleicht ein Medium nicht reicht, um eine Performance zu konservieren. Ja, ein Text oder ein Stück Keramik oder eine Zeichnung. Aber wenn man mehrere Medien zusammenbringt, dann kriegt man irgendwas von der Performance. Ja, wenn es eine Zeichnung und eine Beschreibung gibt oder wenn es Fotos und Keramik und Fragen und Erinnerungen alles zusammen gibt. Man umzingelt sie. Das ist ja wirklich die These von Pascal Grau und ihrem Forschungsprojekt, wie hat es geheißen?
Archiv, performativ. Genau. Wo Sie so rausgearbeitet hatten, was sehr eingeleuchtet hat, logisch, wenn es wirklich von verschiedenen Seiten dann, weil immer eine Seite wird der einer anderen Seite nicht gerecht oder so. Also ich stehe natürlich auf Video, auf filmisches Bild, weil es einfach doch sehr viel mit erzählt. Ich weiß natürlich, eben, das Jetzt ist nicht da, der ganze Raum ist nicht da, das ganze Publikum ist nicht da. Es ist vieles nicht da, aber es ist eben vieles auch da. Also ich finde das schon eine sehr gute Form der Aufzeichnung, um sich nachher wieder zu erinnern oder wenn man es nicht gesehen hat, was draus zu ziehen. Also, aber das ist so, es ist sicher nicht die alleinige, glückselig machende Art von Dokumentation. Ja. Aber ich finde Video schon toll. Und halt auch Konzepte oder Skripts sind natürlich auch super. Aber nicht alle Performance sind geeignet. Die haben gar kein, in dem Sinn eine konzeptuelle Art, dieses zu notieren. Also das ist gar nicht so ein, dann für viele Performance ist das gar nicht eine gute Art, ja, das zu wiederzugeben oder. Und wie ist das bei den eigenen Arbeiten? Also wenn ihr über die Zukunft der eigenen Kunst denkt. Denkt ihr an Videos oder Reperformance oder denkt ihr einfach nicht sehr viel darüber nach? Andrea, sag du mal. Die eigene Arbeit ist so schwierig, ja. Ich denke schon, dass bei mir, weil es sehr viel Textarbeit in den Performances ist, dass das Video halt viel von einem Verlauf und einer Erzählung mit transportiert. Auch wenn ich, also diese Leere, dass diese Spuren der Performance oder was man konservieren kann von der Performance, immer nur dieses Gestückelte ist von rundherum, das hat Hayley Newman auch so toll gemacht, indem sie ein Tool entwickelt für Performances und die Performance ist dann immer die Leerstelle. Also die Konservierung der Performance ist die Konservierung einer Leerstelle über die verschiedenen Perspektiven da drauf. Aber ich habe jetzt bei mir auch das Gefühl, also wenn man es einfach haben will und nicht wahnsinnig aufwendig, dann ist das Video doch sehr brauchbar. Und mein größtes, also dass Chris vorhin noch von der Open Source gesprochen hat, dass man diese Traces dann auch Open Source zugänglich macht, das finde ich komplett, also für mich ist das größte Anliegen, weil ich mich ja auch viel auf andere Leute Arbeit beziehe und ich finde, das ist total unerlässlich, dass das möglich sein muss. Also ich finde, dieses Weitergeben von Ideen und Weiterbearbeiten von Ideen und Ideen in einem Fluss halten mit Open Source, das ist wie das A und O einer Weiterentwicklung überhaupt der Performance. Und da im Moment beschäftigt mich das sehr stark, diese Regulierungen um dieses, dass man jetzt zuerst quasi angekauft werden muss und erst dann darf eine Performerin das weiter performen oder dann ist es offiziell oder sie fragt mich, solange ich noch lebe, aber ich finde es irgendwie so, diese Zugänge zu öffnen, finde ich politisch für dieses Gespräch und die Nahrung der ganzen Kunstszene total relevant. Aber wie das konkret ausschaut, also ich finde, wir sind jetzt schon weit gekommen, wenn wir es wirklich schaffen, diese Sammlung, die entstanden ist, online zu halten und das Zugeständnis aller Kunstschaffenden da mitzutun, das in dieser Öffentlichkeit zu halten.
Ja, also ich sehe die eigene Arbeit nicht nur auf der Ebene meiner eigenen Performancearbeit, sondern immer auch im Feld. Ich hatte lange immer dann noch eine neue Arbeit gemacht von der Performance, eine Videoarbeit. Als Videoarbeit habe ich dann eine Umgebung gesucht, eine andere fürs Video. Ja. Aber das ist dann was, ist was anderes, aber auch, ja, das war für mich als junge Künstlerin seltsam, diese Dokumentationen, dass die dann irgendwann mal wohin gehen. Aber darum wollte ich das mehr kontrollieren. Und hast wieder ein Video. Genau, von vielen meiner jüngeren Arbeit gibt es immer noch ein Video. Das ist ja cool. Ja. Und ich denke immer noch so einfach, dass ich es halt nicht mache. Wie bitte? Ich mache dann vielleicht eher eine Zeichnung danach oder so. Was machst du nicht? Ja, ich kann das nicht mehr so definieren, wo meine Performance stattfindet. Aber wenn ich eine mache, denke ich, da muss ich jetzt noch ein Video machen für die Dokumentation. Also, also du stellst die Spuren aktiv nochmal her. Ja, habe ich so früher gemacht, unbewusst, ja. Das sind ja nicht dann die Spuren. Eigentlich sagt man es nochmal dezidiert und mit einem kontrollierten Bild und dann ist das Licht dann gut und nicht schlecht und die Kamera ist genügend nah und so. Wie ein Einschreiben, ja. Ja, nochmal. Schon nochmal fest verfestigen, ja. Aber eben, ob, warum ich das, ich bin ja auch aufgewachsen mit der Haltung, wurde mir mitgebracht, dass eben Performance ein einmaliger Moment ist und dass das nicht wiederholt werden soll. Und dass es einfach die, die dabei waren, die haben es und alle anderen eben nicht. Und ja, das hat so was Heroisches oder so was Radikales. Aber dann später habe ich dann mal Performance unterrichtet und dann war das eine Katastrophe, dass all diese jungen Menschen, die sich dafür interessieren, eben keinen Zugang haben, also außer eben was kanonisiert ist und was es immer als Fotografie gibt. Und das war einfach wirklich schlecht, ja. Es war wirklich blöd, dass dann, dass die das alles nicht sehen konnten. Der Vorteil war, dass sie dann viel Live-Performance ansehen gehen mussten. Und das haben sie auch gemacht. Das ist vielleicht das Positive. Aber es dieses immer wieder vergessen, also ich konnte das dann auch nicht zu wenig genau wiedergeben. Also man hat auch zu viel Hoffnung an die einzelne Betrachterin gesetzt. Die hat das erlebt und die soll das weitererzählen. Also es ist einfach eine Überforderung. Darum bin ich dann dafür, fand ich es dann gut, doch, dokumentieren ist gut, einfach um eben diese Erfahrungen dann auch weitergeben zu können, dass andere profitieren und nicht immer wieder irgendwo anfangen. Hm. Ja, und Nura ist, ich möchte auch, dass die Arbeit von dir und Sus, also für die Aufnahme Sus Zwick, besprechen, die Umarmung eines spanischen Dorfes, ja. Das ja. wurde, das ist 2011, die ja, Arbeit, oder? Ja, kannst du auch 12, vielleicht 12, ja, 11, ja. Wurde von der Kunstkredit Basel gekauft, also gesammelt, ja. Genau, ja. Und wurde letztes Jahr in der Bang Bang wieder aufgeführt von anderen Künstlern und Künstlerinnen, ja. Ja. Eben, das war dieser Versuch, ja. Was können wir festschreiben und was soll wieder neu interpretiert werden oder benutzt werden für eigene
für eigene Formulierungen oder es ganz neu zu nehmen und wo wieder neue Formulierungen rauskommen. Es war ganz toll und ich habe auch eben sehr gerne zugeguckt, wie sie, ich denke, wie das sie auch entlastet hat. Ja? Sie haben etwas, einen Referenzpunkt, auf was sie wieder ihre Ideen drauf projizieren können. Und das finde ich eigentlich recht toll. Also es hat sie von ihrer eigenen Autorschaft entlastet? Ja, entlastet und aber auch vieles möglich gemacht. Ja. Es gibt eben dann auch Räume, die sich öffnen und die muss man nicht mehr bauen, sondern die sind dann schon da oder sie ergeben sich. Ja. Ja, man wird über ein Teil wird man auch entlastet und das ist toll eigentlich. Ja. Das ist für dich und für euch immer noch das Werk, die gleiche Arbeit oder dieselbe Arbeit. Nein, das ist natürlich eine neue Arbeit, die auf diese referiert. Da braucht uns wieder was sagen kann, natürlich. Ja. Nein, das ist schon wieder eine neue Arbeit. Ja. Also würdest du das jetzt unter Konservierung laufen lassen, diesen Prozess? Ja, es ist ein Versuch, oder? Das ist ein Versuch, jetzt das so zu machen. Ja. Also es ist dann wieder, wenn natürlich das Netz jetzt weiter gesponnen würde, dass wieder noch weitere Künstlerinnen interessieren würde und die werden wieder Bezug nehmen auf das, was Lea Rüegg und noch eine Kollegin, ja. Wo ich jetzt nicht mehr ja. gemacht haben. Also dass die einfach ja die Suppe weiterkochen mit diesen Ingredienzen, dass es weitergeht, das wäre natürlich toll. Ja. Dann würden sich vielleicht auch wieder welche in ganz vielen Jahren wieder für die Ursprünge auch wieder interessieren und so. Ja, das waren Lea Rüegg, Rafia Lee und Wilfried Speller. Wilfried Speller, genau. Ja. Sehr interessant. Ja, ist interessant. Ich danke euch allen herzlich. Gibt es noch Beobachtungen oder Ideen oder Fragen? Nö. Dann vielen Dank, Andrea, Lena, Chris, Mude, dass ihr die zwei Fragen beantwortet habt. Danke für die Fragen. You're welcome.